Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Donnerstag, der 22. Dezember 2022. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, nun sind wir im Steinbock angekommen. Die Wintersonnenwende liegt bereits hinter uns. Und bevor ich auf die Konstellation von heute eingehe und den Neumond von morgen, kleinen Ablauf. Heute Abend, 19 Uhr, ist Livestream mit Julia auf ihrem Kanal Astrotalk. Verschiedene Themen, Fragen werden aufgegriffen. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Den Link, wie ihr darauf kommt, findet ihr in der Beschreibung des Videos. Ja, und morgen dann am Freitag gibt es dann nochmal ein Weihnachtshoroskop von mir, die Konstellation zu Weihnachten, vielleicht ein bisschen später. Schlafe ich morgen vielleicht mal eine Stunde länger, vielleicht ein bisschen später am Vormittag. Ja, und dann ist Weihnachten und zwischen den Jahren ist bei mir die Praxis dicht sozusagen. Mache ich frei. Und dann ist geplant, das nächste Tageshoroskop ist dann geplant für Montag, den 2. Januar. Dann geht es auch kalendarisch ins neue Jahr. So, nach diesem Fahrplan, die Konstellation von heute. Ja, gestern Abend die Wintersonnenwende bzw. der Eintritt der Sonne in den Steinbock. In den nächsten 30 Tagen wird die Sonne eben durch dieses Erdzeichen laufen. Wir sind jetzt in einem Erdzeichen. Grundsätzlich ist es dann immer auch möglich, dass sich im Erdzeichen so die allgemeine Energie etwas beruhigt. Man kommt im besten Sinne wieder auf den Boden. So, das mag jetzt hier in diesen ersten Tagen noch nicht so ganz so passen, weil wir hier eben auch die Sonne im Quadrat zu Jupiter hatten. Jupiter ja auch gerade in den Widder wieder eingetreten, der größte Planet unseres Sonnensystems. Diese Konstellation ist natürlich eine sehr energiereiche Konstellation, die sich natürlich nicht unbedingt als energiereich bei uns individuell zeigen muss. Das kann auch eine Energie sein, die sich wo wir uns gegen uns wenden sozusagen. Also man kann ja auch mit viel Energie in Widerstände gehen zum Beispiel, aber es ist halt viel Energie. Und genau. Und damit ist es so, dass jetzt die Tage wieder länger werden. Auch wenn wir das jetzt in den ersten Tagen, so bis nach Weihnachten, wird man es nicht merken, auch vielleicht den ganzen Dezember nicht, Anfang Januar, aber der Umkehrpunkt ist geschafft. Die längste Nacht liegt hinter uns. Ab sofort werden die Tage wieder länger. Das ist doch sicherlich auch ein Grund vielleicht zur Hoffnung und zur Freude, dass das Licht wiedergeboren ist. Ja, wir sehen hier schon den Mond. Der Mond läuft heute am Donnerstag durch den Schützen. Einsicht, Philosophie, Wissen, Bewegung, geistige Bewegung, vielleicht auch körperliche Bewegung zumindest. Der Wunsch danach ist hier mit Mond im Schützen angesagt. Der Mond im Schützen möchte die Dinge gerne, hat das Bedürfnis, dass wir die Dinge auf einer größeren, umfassenderen Ebene verstehen, dass wir auch unsere eigene Position im Ganzen verstehen. Deswegen versucht der Mond im Schützen, eine ganzheitliche Sicht anzustreben, was aber nicht einfach ist, weil wir ja durch unsere vorgefertigten Meinungen sind wir ja immer schon gewisserweise vorgeprägt, vorgeurteilt. Und deswegen ist es dann schwer, objektiv und ganzheitlich zu sehen. Man muss dann also sozusagen dann auch aus diesem Meinungsgeflecht mal raussteigen und sagen, okay, ich merke zwar, ich neige zu der Neigung, Meinung, aber ich gehe mal raus und schaue mir die ganze Sache von allen Seiten an, entwickle so eine ganzheitliche Sicht. Die es mir dann auch ermöglicht, vielleicht steinbockmäßig auch in die Verantwortung zu gehen oder mich gesellschaftlich oder sogar politisch zu engagieren, was auch immer das heißt. Ja, wir sind dann eben jetzt heute knapp vor dem Neumond. Wir werden gleich sehen, morgen ist ja Neumond im Steinbock. Die Phase vor Neumond ist eben immer auch sehr stark geprägt durch das Unbewusste. Der Mond ist nicht mehr sichtbar, der Mond ist aus der Sichtbarkeit ins Unbewusste verschwunden, sozusagen. Und daher kann das heute ein Tag sein, wo eben auch unbewusste Regungen immer wieder in unseren Alltag interferieren, uns sozusagen dann
vielleicht auch mit komischen Gefühlen können hochkommen, alte Erinnerungen etc. etc. Es geht im Grunde darum, eben auch bewusst zu sein, was da eben alles auch in uns aufsteigen will. Ja, heute Morgen steht die Venus hier im Steinbock im Trigon zu Uranus. Kann also auch eine gewisse Unruhe da sein, den Wunsch vielleicht irgendwo was zu verändern, ohne dass man vielleicht genau weiß was. Jedenfalls eine gute Konstellation, einmal über unsere Werte und auch über unsere Beziehung nachzudenken, ob es hier vielleicht die eine oder andere Erneuerung braucht. Ja, morgen am Freitag um 8:49 Uhr wird dann der Mond den Schützen in Richtung Steinbock verlassen und sich zur Sonne gesellen. Und beide treffen sich dann um 11:17 Uhr im zweiten Grad des Steinbocks, also kurz nach dem Zeichenwechsel der Sonne, kommt es hier gleich zum Neumond im Steinbock. Und es ist in gewisser Weise Interpretationssache, ob man sagt, das ist jetzt der letzte Neumond im Jahr. Kalendarisch stimmt das, oder der erste Neumond im neuen Jahr, wenn wir das neue Lichtjahr eben mit der Wintersonnenwende beginnen lassen. Ja, der Neumond im Steinbock hat immer viel damit zu tun mit Verantwortung und mit Grenzen setzen. Das bedeutet im Steinbock eben auch zu sagen, hier ist meine Grenze, die Grenze dessen, wofür ich Verantwortung übernehmen will, wo ich betroffen bin. Hier grenze ich mich ab, auch um mich und vielleicht auch meine Lieben zu schützen. Andererseits aber auch Steinbock das Zeichen der Verantwortung, auch der gesellschaftlichen, der politischen Verantwortung. Nicht, wenn ich denn bestimmte Dinge verstanden habe im Vorfeld der Schützen, ne, bin ich da nicht in gewisser Weise auch aufgefordert oder sogar verpflichtet, dafür dann auch Verantwortung zu übernehmen oder übernehme ich mich da? Ohnehin das Zeichen Steinbock, ja das Zeichen, wo es darum geht, entweder gehe ich den weltlichen Weg, den materiellen Weg, indem ich in der Gesellschaft erfolgreich werde, Anerkennung erringe, vielleicht auch Reichtum, oder gehe ich den spirituellen Weg, wo ich sozusagen auf diese Dinge verzichte oder mich löse und den inneren spirituellen Weg gehe. Auch das kann so mit diesem Neumond im Steinbock anklingen, der sich ja auch im Quadrat zu Jupiter befindet. Das heißt, es ist eine sehr introvertierte Geschichte immer der Neumond, aber mit dem Jupiter im Widder im Quadrat wird es auch ein bisschen nach außen gezerrt. Kann also durchaus sein, dass wir jetzt hier auch morgen noch nicht die ersehnte Weihnachtsruhe finden, die sich so viele von uns wünschen, sondern weiterhin irgendwie in Action sind oder es kommen Dinge auf uns zu, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben. Ich schätze mal, dass es nach dem Neumond so, also das ist mit Weihnachten, sieht auch astrologisch so aus. Wie gesagt, das erzähle ich morgen, dass es dann noch insgesamt ein bisschen ruhiger werden wird, dass dann diese Aspekte ein bisschen durch sind. Ja, dann endet morgen um 11:17 Uhr endet der alte Sonne-Mond-Zyklus und ein neuer beginnt, der uns dann auch kalendarisch ins neue Jahr führen wird. Ja, soweit das Tageshoroskop für heute. Wie gesagt, wer Lust hat, möge gerne heute Abend um 19 Uhr beim Livestream dabei sein. Sonst morgen das Weihnachtshoroskop. Für heute wünsche ich uns allen einen schönen Donnerstag und sage Tschüss, bis morgen.